Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und Trash wieder für euch in Shadowlands und X. Und zwar wollte ich heute so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu war ich wieder mehr oder minder fleißig, habe ein bisschen was an Gold rausgewastet, beziehungsweise wir werden im Laufe des Videos auch nochmal ein bisschen was rauswasten. Da brauche ich eure Meinung tatsächlich auch zu, weil ich möchte das Format zumindest teilweise ein bisschen umstellen. Und ja, da gern dann eure Kommentare mit oder eure Meinung in die Kommentare so rum. Jetzt wollen wir uns als erstes mal anschauen, was ich bis jetzt schon so rausgehauen hat. Der ein oder andere im Stream wird es vielleicht mitgekriegt haben. Ich habe ein bisschen Gold hin und her getradet. Und zwar, wenn wir es jetzt mal großzügig aufrunden, sind es etwa 22 Millionen. Habe ich auf ein paar andere Server verteilt. Was ist das für ein Hintergrund? Ich möchte mir ja langfristig T-Mog kaufen und quasi erstmal alles aus dem AHA so möglichst günstig zusammenholen. Und dadurch macht es tatsächlich mehr Sinn, das auf verschiedene Server aufzuteilen. Und ich habe ja ein bisschen Gold aktuell auf Blackmoor, habe ich mehrere Millionen, auf Antonidas, auf Equin habe ich noch ein bisschen was rumliegen. Und ja, das sind halt so drei Server, die ich scannen kann. Ab und an scanne ich noch ein bisschen Erida, aber da habe ich halt fast kein Gold. Und da dachte ich mir, komm, ich habe ja auf ein paar Servern Chars, die ich zwar jetzt noch leveln müsste, manche sind tatsächlich auch schon gelevelt, aber ich könnte ja das Gold da ein bisschen verteilen und dementsprechend mir da auch nach T-Mog suchen. Hab dann zwar erstmal Gebührkosten, das auf den anderen Server zu bekommen, ne, da werde ich gleich nochmal erklären, wie das geht, falls ihr das nicht wisst, aber im Schnitt kann ich da dann Sachen deutlich günstiger kaufen und trotz die Gebühr, die ich dann im Vorfeld zahle, um das Gold da hinzukriegen, kommt mich das wesentlich günstiger. Denn es gibt teilweise sehr seltene Items, die sind dann teilweise für 100, 200.000 ständig im Auktionshaus und auf einem Server ist das Ding dann halt einfach für 3.000 drin, ne? Und dann ist das halt wirklich ein Bruchteil und da zahle ich dann gerne quasi eine Gebühr, wenn ich dann, wenn ich das täglich scanne, quasi da einen Schnapper schießen kann. Das mache ich nämlich am liebsten. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe ein bisschen Gold rüber getradet und zwar alles von Antonidas. Da bin ich jetzt so fast auf 90 Millionen gewesen und dementsprechend habe ich gedacht, komm, wir verteilen es ein bisschen. Ich habe 5 Millionen auf Schwall rüber getradet. Da habe ich jemanden gefunden, der es mir für 5% Fee, ne, also 5% Gebühr, tradet. Heißt, da haben wir für in Anführungszeichen gewastet 250.000. Dann habe ich einen gefunden, der auf Lothar ein bisschen was hatte. Der hatte krumme Zahlen, der wollte sein Gold da loswerden. Das haben wir auch für 5% getradet. Knappe 100k habe ich da quasi Gebühr gezahlt. Dann habe ich auf Erida 5 Millionen rüber gebastelt. Da ging leider nur 10%. Also eine halbe Million haben wir da Gebühr gezahlt. Dann auf Black Hand. Ganz wichtig, ich hätte fast auf dem falschen Server das Gold geholt. Es gibt Black Hand, Black Moor, Black irgendwas, Black Rock, so rum. Ja, das ich wäre fast auf Black Rock gelandet und da habe ich nämlich keinen Char, ne? Also wäre fast schief gegangen. Da haben wir auch nochmal 5 Millionen rüber, auch nochmal 500.000 Gebühr. Und Lothar dann nochmal 5 Millionen, weil da war auch ein bisschen mehr. Da sind ja meine Rezeptchars. Wer die letzten Waste of Money Videos gesehen hat, der wird wissen, da hatte ich ja schon mal jetzt, glaube ich, letztens 3 Millionen rüber, aber davon ist nicht mehr so viel über. Dementsprechend, ja, haben wir da auch nochmal einen Ticken was geholt. Summa summarum sind wir fast bei 22 Millionen Gold, die ich bewegt habe und Gebühr haben wir zusammengezahlt, wenn ich es auch wieder aufrunde, 1.850.000. Ist jetzt halt viel über 1 Million, fast 2 als Gebühr, aber dafür habe ich jetzt das Gold auf den verschiedenen Servern. So, jetzt wird sich der eine oder andere fragen, okay, wie machst du das jetzt mit dem Items, die du da haben willst. Und das kann ich jetzt auch gleich zeigen. Vielleicht auch so ein kleiner Add-on-Tipp an die Leute, die da vielleicht jetzt noch nicht so oft reingeguckt haben bei mir. Ich mache das tatsächlich mit einem Add-on. Und zwar haben wir das hier hinten. Das nennt sich Collectonator. Und dafür braucht man aber zusätzlich noch ein anderes Add-on, und zwar den Auktionator. Den Auktionator nutze ich sonst nicht. Den Auktionator habe ich tatsächlich nur drauf, dass ich den Collectonator benutzen kann, ja. Also, ja, sonst nutze ich tatsächlich hier TSM, das ist, na, da habe ich mir so ein paar Gruppen gebastelt, ist für mich meine Auktionshausgeschäfte eine schönere Sache, aber hier soll es nicht um Gold gehen, oder zumindest nicht ums Gold verdienen, sondern ums Gold ausgeben. Genau, also, sprich, haben wir einmal Auktionator und dann dieses Collectonator und jetzt haben wir hier so eine Fläche und da können wir dann einmal scannen. Und was der Vorteil hier ist, wenn ich jetzt vorne scannen würde, ne, das können wir mal gucken, also es läuft jetzt hier durch, der Scan dauert so ein paar Sekunden bis eine Minute, je nachdem, wie groß der Server ist. Jetzt bin ich hier auf Blackmoor und ihr seht, das ist schon ein größerer Server, da muss er schon ein bisschen durchscannen. Ich hatte da vorne ein anderes Add-on, ich glaube Collection Shop hieß es, und das hat, glaube ich, immer 5 bis 10 Minuten gescannt und hier kriegst du es eigentlich unter einer Minute durch. Ihr seht, jetzt ist es gleich auf 100
Und damit sind wir fertig. Jetzt haben wir alle TMOG-Sachen gescannt. Und der Vorteil hieraus ist, dass ich mir hier auch die zwei TMOG-Sachen anzeigen lassen kann und dementsprechend die IDs. Ne? Ich will ja die IDs holen, um zum Beispiel auf so Seiten wie Date for Azeroth möglichst hoch im Ranking zu sein mit dem Collection. Und wenn ich jetzt vorne manuell suchen würde, ne? Also zum Beispiel, ich gehe jetzt hier auf nur nicht gesammelt rein, dann wird mir wesentlich weniger angezeigt. Erstmal klar, weil ich jetzt nur nach den Ledersachen bzw. den Sachen suche, die ich tragen kann. Aber hier werden nicht die IDs angezeigt, ne? Also wenn da ein Item ist, das dasselbe Aussehen hat, aber eine andere ID, weil es anders heißt oder andere Stats drauf hat, dann wird das hier zum Beispiel nicht angezeigt. Ist aber trotzdem ein TMOG-Item mehr quasi. Genau, deswegen über das Add-on ist ganz schön, kann man dann auch nur für den Char zum Beispiel, ne? Also wenn wir den Vergleich mit vorne ziehen wollen würden, dann wären es hier trotzdem 30 Items, die es mir rausarbeitet und hier sind es halt jetzt nur 6 Items. Ja? Also hier sieht man dann wirklich alle. Und man kann dann halt auch für den kompletten Account scannen, also nicht nur für eine Klasse, sondern für alle Klassen. Ja? Und dann schickt man halt das Item einfach zu dem jeweiligen Char weiter. Man kann sich da auch Testchars machen, das mache ich unter anderem nämlich auch. Vor allem auf Servern, wo ich jetzt vielleicht nur ein oder zwei Chars habe. Und die Testchars sind ja mittlerweile Stufe 50. Die können die ganzen TMOG-Sachen anlegen. Ausgenommen sind natürlich Sachen, die Item Level 60 benötigen. Das kannst du natürlich nicht anziehen, aber das kann man hier oben auch filtern, beziehungsweise man guckt halt einfach, wenn das ein 60er-Item ist, dann bräuchte man dann auch einen gelevelten Char. Genau. Heißt, ich möchte jetzt jeden Tag einmal scannen, das Auktionshaus, und dann gucken, welche Sachen ich holen kann und das auf diesen 7 Servern, die ich mir jetzt insgesamt rausgesucht habe. Ich habe da auch die Liste, also ich habe jetzt Blackmoor, Antonidas, Lothar, Egwin, Eridas, Thrall und Blackhand. Ich glaube, das sind alles vollere Server, bis auf Lothar, das ist ein Low-Pop-Server, den habe ich halt noch, weil ich da ursprünglich angefangen habe. Und ich glaube, Thrall, Blackhand ist auch voller, Antonidas und Blackmoor sowieso. Egwin ist so mittel und Erida, der war mal voll. Ich glaube, der ist auch eher so, na, weiß ich nicht, könnte auch noch so mittel bis voll sein. Genau. Da gucken wir mal, was wir jetzt kriegen. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt einmal so durch. Und dann hatte ich eigentlich für die nächsten Folgen immer geplant, dass ich täglich das gucke und dann vielleicht alle zwei Wochen ein Video mache. Da muss ich aber noch schauen, ob ich dann alles mit reinkatte, also auch, wo ich nur schaue und dann quasi sehe, okay, hier ist jetzt nichts Interessantes, oder ob ich nur die Käufe mit reinnehme. Das muss ich mal noch schauen. Manchmal ist es vielleicht auch interessant, die Sachen allgemein zu sehen, so ein bisschen auch die Preise. Muss ich mal schauen. Könnt ihr mir gerne Feedback dalassen, was ihr meint, dass sinniger ist. Bis jetzt habe ich es tatsächlich immer so gemacht, dass ich täglich auf 3 oder 4 Servern gesucht habe und alles, was unter 1000 Gold war, habe ich sofort gekauft und quasi gelernt. Ich habe jetzt hier so ein paar Sachen dabei. Ihr seht, da braucht man Ingenieurskunst. Die brauche ich natürlich nicht kaufen, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel kein Ingi, deswegen macht das keinen Sinn. Aber die anderen Sachen. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt vielleicht 1, 2 günstige Items, die wir uns so holen können. Und das können wir dann so ein bisschen aufsummieren. Wir haben jetzt 1,85 Millionen. Mach mal die 2 Millionen voll, oder? Hätte ich gesagt. Das kriegen wir hin. 1,2 günstige auf jedem Server. So die 2, 3 günstigsten. Und dann müssten wir gucken. Also wir haben hier einmal ein Schild. Das ist normalerweise ein Item. Das kriegen wir aus dem Bereich Boralos. Ah, vom Captain. Das ist ein Insel-Expeditions-Item. Okay, das kostet normalerweise Region Marktwert. Okay, das sind auch die 14k, ne? Also das ist jetzt hier nichts Besonderes. Das können wir uns mal holen. Scheint auch nicht sonderlich oft drin zu sein. Dann haben wir hier noch einen Plattenschuh. Die kosten auch 14k, sonst 35. Ja, die können wir uns auch mal kaufen. Und was haben wir hier noch Schönes? Eine Schusswaffe. Naja, komm, kauf uns 3 Items. Die sind alle relativ günstig. Was haben wir da noch? Eine Glewe. Gut, da müsste ich mir noch einen extra DH erstellen. Hier braucht man, glaube ich, da braucht man einen Schneider für. Es gibt auch ein paar Items, die hergestellt sind, die werde ich mit meinem Schneider sowieso selber noch herstellen. Also die werden wir erstmal auch nicht holen. Okay, und das wird jetzt hier dann schon ein bisschen teurer. Wir können mal reinschauen, ob irgendwo noch ein Item dabei ist, was vielleicht eventuell aus dem Spiel rausgepatcht ist. Und zwar steht dann immer so ein schöner roter Text noch dabei. Naja, das ist Ingi. Hier, das ist hier zum Beispiel. Das Item has been removed from the game. Das wäre interessant, aber das ist auch ein Ingi-Item, was einer herstellen kann. Von dem her noch ein Ingi-Item, was removed wurde. Scheint jetzt nichts dabei sein, was ich mir jetzt unbedingt kaufen muss noch. Okay, und dann wird es hier teuer. Und ihr seht hier unten, overall sind jetzt hier auf Blackmoor noch 259 Items drin, die ich mir quasi hier kaufen kann. Ne? Jetzt gucken wir mal, tragen wir das vielleicht auch mit in die Tabelle ein. Ich habe jetzt hier 44.700 eingenommen. Ich würde sagen, das tun wir jetzt mal abrunden. Machen wir einfach 44.000 rein. So, wir haben ja hier ein bisschen aufgerundet. Das ist jetzt Blackmoor.
Und dann muss ich die Items natürlich selbstverständlich noch lernen. Dafür, weil ich auf dem Main-Account blöderweise nur noch einen Slot frei habe, oder ich glaube im Moment keinen Slot mehr, habe ich mir auf dem zweiten Account ein paar Test-Chars gebastelt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo sind die Items. Hier die Schildhand, dann einmal der Plattenteil. Und dann hätte ich vielleicht mein Inventar vorher aufräumen sollen. Und die Schusswaffe, wunderbar. Die schicke ich jetzt. Ich glaube, ich habe einen Char gebastelt, der heißt Taylor Platte. Genau, der müsste alle das lernen können. Wunderbar, Schusswaffe. Ja, das ist alles, kann alles mein. Ich glaube, ich bin ein Warrior, ne? Der müsste alles einmal lernen können. Gut, dann wären wir mit dem hier schon mal fertig. Und dann swappen wir mal weiter. Beziehungsweise, ich habe hier auf Anto mit meinem anderen Taylor-Char schon mal den Haar gescannt, schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und dann gucken wir da auch mal rein, was dort noch drin ist. Normalerweise sollte man erst immer die Items lernen, bevor man auf einem anderen Server nochmal scannt, weil es kann natürlich sein, dass man dann sonst die gleichen Items nochmal angezeigt kriegt. Die fliegen halt hier erst raus, ne? Wenn man dementsprechend die gelernt hat. Aber ich glaube, die drei Items können wir uns jetzt merken. Warte mal, das ist ein anderes Plattenteil. Habe ich das gekauft? Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ich würde sagen, wir kaufen jetzt hier auch nochmal ein, zwei Teile. Hier haben wir eine Axt, die ist aus dem nördlichen Brachland, ist anscheinend von einem Raren Drop. Ja, das können wir mal kaufen, 14k, oder? Scheint es nicht so teuer zu sein. Die anderen Teile, die ihr hier seht, das sind alles Inji-Dinger. Ich muss mal mit meinen verschiedenen Rüstungsklassen Inji hochziehen, ne, und die mir mal herstellen. Beziehungsweise, wenn die günstig sind, kann ich die vielleicht auch mal kaufen. Dann haben wir hier ein Platten-Item, einen Zonendrop aus dem Smackgrün Albtraum. Das können wir uns auch mal kaufen. Und was ist hier? Ein Cutter World Drop für 15k. Sonst ist er hier auf dem Server bei 32 und Region Market sogar 85. Ah, das ist auch halbwegs günstig. Das können wir uns auch einmal holen. Haben wir hier auch nochmal drei Items. Und die muss ich dann auch weiter schicken. Das Gute ist, hier auf dem Server habe ich ein paar mehr Chars, die ich auch teilweise schon gelevelt habe. Und dann kann ich es einfach zu den Twinks schicken. Warte mal, das ist Platte, Axt und einen Bogen. Ein Worry ist da immer relativ dankbar. Ach, schau, der ist schon vorbelegt. Das schicke ich einfach zu meinem Krieger. Einfach umloggen, kann ich die Dinge einmal lernen und dann landen die beim Händler. Und wir können auch mal kurz gucken, wie viele T-Mox jetzt hier noch offen sind. 290, ihr seht, auf Blackmore waren es so 255, hier sind es 290. Also so 200 bis 300 Items auf den vollen Servern habe ich noch, die im Auktionshaus verfügbar sind. Natürlich sind da nie alle drin, die mir noch fehlen. Und ja, manche sind natürlich auch dann scheiß teuer, ne? Da kannst du dann teilweise mehrere Millionen zahlen an irgendwelchen rausgepatchten Items. Aber ich hangel mich von unten ran und so nach und nach hole ich mir hoffentlich alles. So, das könnt ihr mir dann auch gleich noch in die Kommentare schreiben, ob ihr das dann hören wollt hier, diese Sounds, wie ich die Sachen lerne. Ich denke mir, das ist jetzt nicht so von Interesse, ne? Aber falls ihr der Meinung seid, komm, Taylor, pack die immer rein, wenn du es lernst, könnt ihr das gern reinschreiben, dann werde ich das machen. Aber sonst lasse ich die Stellen quasi immer raus, weil ich muss dann halt immer ein bisschen rumloggen, ne, die ganzen Sachen lernen, weil man es meistens halt nicht auf einem Char alles sich holen kann. Am besten wäre wahrscheinlich sogar, wenn ich mit dem Worry shoppen würde, weil dann könnte ich alle Waffen direkt lernen und nur halt die verschiedenen Rüstungsklassen, ne, anderweitig benutzen. Ich muss jetzt nämlich hier noch auf Blackmore gucken, da kann ich euch gleich mal zeigen. Ich habe nämlich auf meinem zweiten Account, wo ich gerade bin, auf Blackmore halt hier so ein paar Chars, ne? Und jetzt habe ich mir noch zwei Ali-Chars, Klassenproben erstellt. Das ist auch dieser Taylor-Platten-Char, ne? Wo ich dann dementsprechend da die Sachen noch lernen kann. So, dann habe ich mal weiter gelockt und zwar hier auf Lothar. Dort bin ich tatsächlich nicht nur das Auktionshaus hier am Scannen, sondern ich gucke halt auch wegen Berufsrezepten. Ne? Ihr habt das vielleicht in einem der letzten Videos schon gesehen. Ich habe ja Schmied und Lederer auf meinem Main schon fertig mit allen Rezepten. Und jetzt bin ich halt dran, die anderen Berufe noch so weit durchzubasteln. Scanne da jeden Tag mit den verschiedenen Chars, die Berufe haben, wo ich quasi noch ein paar Rezepte brauche. Das Auktionshaus. Ich kann fast keine Rezepte mehr aus dem AHA kaufen. Es sind immer noch so eine 1-2 pro Beruf drin, die halt sauteuer sind. Und da warte ich halt immer, bis ich einen günstigen Schuss mache. Letztens habe ich ein Rezept, ich glaube beim Hexer, der hat unter anderem Schneider und VZ. Und da war ein Rezept drin, was sonst halt immer für mehrere hunderttausend Gold drin ist. Und das war einfach für 2000 drin, einfach instant gekauft. Aber so kleine Sachen, die will ich dann jetzt, ja, also jetzt unter 10k, die nehme ich jetzt wahrscheinlich nie ins Video rein. Aber größere Käufe, zum Beispiel habe ich mir hier vor ein paar Tagen dieses Saphir-Monokel des Juweliers gekauft. Das ist so ein World-Drop in Cataclysm. Das Rezept und noch zwei andere, so ja, Kopf
Schmuckdinger im Endeffekt, so Kronen, gibt es da einen Cataclysm. Hier auf dem Server sind die immer so für 350.000 drin, also pro Rezept, ne? Und jetzt habe ich das Rezept für 80.000 bekommen, ist deutlich weniger als die 350.000. Auch der Region-Marktwert war tatsächlich auch immer diese 350.000. Die scheinen anscheinend relativ selten zu sein. Da bin ich mit 80.000 schon relativ froh. Zusätzlich habe ich mir dann noch einen Inji-Rezept letztens gekauft, das zeige ich euch aber noch. Das habe ich nämlich noch nicht gelernt. Das hier habe ich versehentlich gelernt. Eigentlich wollte ich euch das Rezept zeigen, aber dann habe ich komisch im Inventar rumgedrückt und habe es versehentlich gelernt. Naja, so ist das manchmal. So, dann würde ich aber sagen, kaufen wir hier auch nochmal was auf Lothar. Und zwar haben wir hier einmal ein Schild für 17.000. Das ist ein Wottel World Drop. Ja, das ist sonst hier immer für über 100.000 drin. Im Region Market ist es für 32.000, ist auf jeden Fall unter dem Durchschnitt. Kaufen wir das einmal und die anderen beiden Sachen, die jetzt nur halbwegs günstig sind, die sind halt beides Inji-Teile. Die holen wir uns nicht, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal schauen. Das können wir gleich mal aus dem Postkasten rausholen. Und dann switchen wir hier schon mal zu meinem Inji weiter. Schild, ah ja, das kann der Shami tatsächlich sogar sofort anlegen. So, wunderbar. Ich kann mal so ein bisschen erklären, mit welchen ich was am Farmen bin, beziehungsweise welchen Beruf habe. Genau, ich habe mit dem Hexer hier, Schneider und VZ, aber da fehlen mir, glaube ich, noch ein einziges Rezept bei VZ, was ich holen kann aus dem Auktionshaus, was ein World Drop ist. Und Schneider sind es, glaube ich, auch nur noch ganz, ganz wenige. Also so eine Handvoll Classic Schneider World Drop Rezepte, aber die sind halt teilweise über Monate gar nicht im Auktionshaus drin oder für 2 Millionen Gold. Und ja, also, ne? Wenn ich alles andere habe, dann können wir das vielleicht mal raushauen, aber ich hoffe halt, dass ich sie günstige kriege. Das versuche ich so ein bisschen auf lange Sicht zu machen. Der Schurke hat Lederer und Schmied, aber den Lederschmied habe ich mit dem Main schon fertig, also mache ich mit dem nichts. Mit dem habe ich einen Inschriftenkundler. Da habe ich aber, glaube ich, auch keine Rezepte mehr, die ich kaufen kann aus dem Auktionshaus. Die muss ich leider alle selber farmen. Dann habe ich mit meinem Magier Alchi. Da gibt es noch ein paar wenige Rezepte, aber meistens ist nur ein oder zwei drin, die dann halt auch irgendwie absurde Preise kosten. Dann mit dem Shami, den ihr gerade gesehen habt, habe ich Juve unter anderem, und da sind es halt diese Cutter Schmuckdinger oder diese Kopfteile, ne? Also Monokel ist das, und das sind irgendwelche so Brillen noch, und da habe ich bis jetzt auch nur drei Items im AH gesehen. Eins habe ich jetzt gekauft, zwei sind noch drin, vielleicht gibt es noch andere World Drops, die einfach nicht hier auf dem Server sind. Und dann habe ich meinen Worry noch mit Inji, und da ist auch ganz selten was drin. Das meiste muss ich mir tatsächlich selber farmen. Gut, jetzt gucken wir mal hier noch auf den nächsten Server. Da sind wir jetzt einmal auf hier Eckwin, genau. Und auf Eckwin habe ich noch ein bisschen so Gold verteilt. Ich habe mir überlegt, ob ich auf Eckwin mehr Gold rüberziehen soll, tatsächlich, ne? Ich habe jetzt hier, weil ich früher mit einigen Chars hier Sachen verkauft habe, ein paar Craft-Geschichten, habe ich auf verschiedenen Chars noch Gold rumliegen. So in der Summe sind es nur 3,5 Millionen, ne? Ich habe mich jetzt nicht dazu entschieden, mehr Gold rüberzuziehen fürs Erste, weil seht ihr, hier sind nur 66 Items drin für alle Klassen, und auf den anderen Servern waren wesentlich mehr beim Scannen drin. Ich weiß jetzt nicht, an was das liegt. Ist der Server vielleicht mit T-Mog nicht so gut bestückt oder spielen hier weniger Leute, aber ich denke mal, meine 3, 4 müssen jetzt erstmal reichen, und ich kann ja dann immer noch Gold rüber tauschen. Ich würde sagen, 1, 2 Items können wir uns aber dennoch kaufen. Hier haben wir eine Axt, die aus Burg Schattenfang ist. Einen Zonendrop, das ist immer ätzend zu farmen. Dann hätte ich hier eine Hose, da braucht man aber Schneiderer 300, und die ist auch removed vom Game. Natürlich hätte ich gesagt, 7.000 für ein removedes Item, sofort einsacken, aber das kann jemand herstellen, der das Rezept noch hat, und dementsprechend ist das jetzt hier nichts Krasses, ne, tatsächlich. Und da ich auf dem Server, glaube ich, keinen Schneiderer habe, oder ich bin mir nicht sicher, habe ich hier einen Schneiderer? Man kann ja alles nachschauen, ich habe hier das All the Things Addon, aber wahrscheinlich, wenn ich einen Schneiderer habe, dann keinen, der im Classic-Bereich was machen kann, Fertigkeiten. Schneider, aber der hat hier anscheinend 0 Skill, da muss ich mal den scannen, aber ich kann mir nicht, naja, ist ein DH, mit dem DH habe ich ganz sicher keinen Classic-Schneider geskillt. Nee, das machen wir nicht, kaufen uns vielleicht lieber noch was anderes. Hier haben wir ein Item aus der Höllenfeuer-Zitadelle, aus dem H10 in Zonendrop. Komm, das nehmen wir noch mit, ein Stoffding, dann gibt es noch ein bisschen Punkte hoch, und das muss ich auf einen Stoffchar schicken. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich mir da dann noch einen Dings erstellen muss. Eckwin. Ah, ich habe mir schon einen erstellt. Telamagie habe ich den genannt. Die Leute, also meine Twinks haben teilweise dumme Namen, aber nicht so dumme Namen. Das sind Testchars, die ich mir quasi da gebastelt habe. So, dann schicken wir das mal zu dem, nicht zu dem Telakette, sondern zum Telamagie.
Ja, das ist nicht mein Scheiß. Habe ich den gelöscht? Es kann sein, dass ich den gelöscht habe. Moment. Wait. Nein. Dann muss ich nachher nochmal nachschauen, bevor wir das jetzt zu dem Falschen schicken. Gucke ich gleich nochmal und das können wir selber lernen. Dann tragen wir aber vielleicht den Ding hier noch ein, den Goldwert, sonst kommen wir durcheinander. Ich habe jetzt hier fast 38, ja, das können wir jetzt mal aufrunden, 39. Die anderen Sachen habe ich hier abgerundet, also das ist Equin, 39.000. Und auf Lothar hatten wir ja die 80k plus die 70k. Und dann wollte ich euch noch ein Rezept zeigen, das ich auch noch aus dem Auktionshaus geschossen habe. Dieses haben wir nicht versehentlich gelernt. Und zwar, nein, das ist nicht das hier, sondern das hier. Und seht ihr, das ist ein removedes Rezept aus Classic obere Schwarzfellstiefen. Und das habe ich tatsächlich für 132.000 Gold geholt. Und klingt jetzt erstmal viel für ein Rezept, aber aus Classic ein Rezept, das es nicht mehr gibt, die gehen teilweise für mehrere Millionen. Und da war ich lucky, dass ich es für nur 132k quasi einmal geschossen habe. Jetzt rechnen wir mal hier kurz zusammen. Was haben wir ausgegeben vorher? 80k plus 17k plus 132 sind 229.000. Das können wir jetzt auch nochmal in die Tabelle eintragen. 229. Na gut, da sollten wir... Ich weiß gar nicht, warum ich hier angefangen habe, eigentlich mit Tausenderstellen zu rechnen, weil ich es eh... auf- und ab-Runde macht eigentlich keinen Sinn. Werden wir vielleicht fürs nächste Mal wieder anpassen. Gut, das, oh, wir sind schon bei 2,2. Eigentlich wollte ich die 2 voll machen. Egal, ein bisschen was kaufen wir uns noch. Dann wird das halt diesmal ein bisschen mehr. Ist ja jetzt nicht so wild. Gut, jetzt muss ich nochmal schauen. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier irgendwas verkackt. Habe ich den Täler Magie gelöscht. Weil eigentlich kommt das hier an einen anderen Char schicken. Nur, wisst ihr was? Ich habe, glaube ich... Den habe ich gelöscht, weil ich nochmal hier einen anderen Mention-Char auf dem... Na gut, den gibt's auch nicht. Ich glaube, auf dem Account hatte ich nämlich tatsächlich noch einen Stoff-Char. Ah, so hieß der mit IA hinten dran. Ah ja, schau mal an. Muss ja ein bisschen Char sparen, ne? Ich bin, wenn ich mir hier ein paar Test-Chars erstelle, schnell am Cap und dann wird es tatsächlich ein wenig schwierig. Heißt, auf dem können wir das jetzt hier noch lernen und dann... können wir schon jetzt zu den nächsten Servern weiterloggen, hätte ich gesagt. So, dann haben wir den nächsten Server. Hier einmal auf Blackhand. Hier sind sogar einige günstige Sachen drin. Wir haben hier erstmal aus MOP einen World Drop für Stoff. 10k, das kaufen wir nochmal. Dann haben wir aus Dazalore einen Zonendrop aus dem Schlachtzugsbrowser. Der ist für 11k auch relativ günstig, würde ich mal sagen. Dann haben wir noch eine Rube World Drop, wahrscheinlich Classic. Der hat gar nicht viele Daten hier. Interessant, das muss anscheinend auch ein bisschen eine seltenere Sache sein, 12k, meins. Dann haben wir hier ein hergestelltes Item aus Burning Crusade. Ah, für 12k kaufe ich es. Das Ding ist, ich könnte das wahrscheinlich selber herstellen, aber ich kann es nur auf Lothar herstellen. Da kostet 1 Uhr Feuer 3000 Gold und für solche Craft-Sachen brauchst du meistens irgendwie 10 von dem Urgedönse, 10 von dem, dann ist es wahrscheinlich günstiger, wenn ich mir das hier kaufe, als wenn ich mir das selber herstelle. Also für unter 20k ist es bestimmt günstiger, wenn ich es kaufe, wenn es über 20k ist, dann ist es wahrscheinlich andersrum. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein Kettenteil aus Antorus für 13, das können wir auch noch kaufen. Dann haben wir noch ein Schneider-Item, eine Brust für 13, die holen wir uns auch noch. Was haben wir hier noch? Antorisch Zonendrop. Das wundert mich, die sind so selten. Na komm, 14k, das gehört auch mir. Was haben wir hier? Das ist ein Level 60er Item, das kaufe ich nicht. Obwohl es auch günstig wäre, aber ich habe kein Level 60er Char auf Black Hand. Mythisch Dazor Allure. Kaufen wir auch noch. Was haben wir hier? MOP World Drop, das kaufen wir auch noch. Und jetzt müssen wir dann langsam aufhören, jetzt haben wir ein bisschen viel gekauft. Jetzt haben wir hier noch einen World Drop MOP Schuld. Ach komm. Ah, das ist schon irgendwie abgelaufen anscheinend. Haben wir zu lange gebraucht. Ingi-Item und noch ein Crafting. Das kostet jetzt schon 16k. Ah, ich glaube, ich mache mit den Craftingern jetzt erstmal halblang. Lass mal es bei dem bewenden. Das haben wir hier ausgegeben. 118.000, okay. Da ist ja schon ein bisschen was. Warte mal, hier alles weg. Da muss ich mal schauen. Wahrscheinlich muss ich mir hier dann noch ein paar Chars erstellen, dass ich das Ganze lernen kann. Also das ist schon mal ein Stoff-Item, noch ein Stoff-Item, ein Ketten-Item, noch ein Stoff-Item, noch ein Ketten-Item, noch ein Stoff-Item, noch ein Stoff-Item.
Das sind alles Stoffsachen, ne? Nochmal Kette. Okay, jetzt muss ich mal schauen, was ich hier rumliegen habe an Chars. Ich hätte einen Hunter rumliegen. Und dann muss ich mir hier noch einen Stoffchar basteln. Also die Items waren ja alle nicht für Stufe 60. Okay, also dann schicken wir das schon mal rüber zu meinem Ding. Wo ist der da nicht eingespeichert? Habe ich anscheinend bei dem schon so lange nicht mehr... Ah nee, das ist Thrall. Ups, das war der falsche Server. Ups. Ah nee, hier habe ich keins von beiden. Ja gut, hier muss ich mir einen Ketten und einen Stoffchar basteln. Ja gut, okay. Also, dann machen wir das jetzt mal als nächstes. Auf den meisten anderen Servern habe ich das schon gemacht, aber hier ist das quasi der erste Kauf. Das Schöne ist, man kann sich pro Account... Was habe ich hier? Da ist auch nochmal eine Klassenprobe. Warum habe ich hier eine Klassenprobe? Scheint mir ein Druid zu sein. I don't know, warum ich den hier habe. Den löschen wir mal, dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Ich brauche ja hier einen Allianz-Char. Okay, also dann basteln wir uns einmal Allianz-Char und zwar Klassenprobe. Und dann machen wir uns einfach einen Magier oder einen Hexenmeister, ist egal. Den nennen wir dann Taylor Stoff. So. So einen blöden Namen hat erstmal keiner, ne? Und dann weiß ich auch gleich, was das für eine ist. Und dann brauche ich noch einen anderen. Und zwar machen wir dann noch eine Klassenprobe. Und dann machen wir uns einen Hunter. Und den nenne ich dann einfach Telakette. So, da, da. Das hier ist empfohlen, Marksman zu spielen. Gut, habe ich zwei Klassenproben. Da schicke ich dann mein Zeug mal hin. Müssen wir bloß jetzt hier wieder einmal einloggen. Und dann tun wir das gleich hier schon mal eintragen. Also das war jetzt Blackhand. 118.000 hatten wir hier. Und parallel bin ich hier schon auf Ding eingeloggt. Auf Erida. Und da muss ich jetzt mal gucken, was ich mir hier noch kaufen kann. Also hier gibt es auch noch ein Stoff-Item. Ich weiß nicht, ich glaube die Inferno-Handschuhe habe ich mir die gekauft. Das war jetzt ein hergestelltes, ne? Für 21k. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich mir die günstiger herstellen kann. Ich glaube, hier kaufe ich mir jetzt nicht so viel. Hier haben wir ein Platten-Item. Da haben wir ein Stoff-Item. Aus dem Sanktum, das kann ich schon mal vergessen. Komm, hier kaufen wir die Hose für... Oder ist die für 24 günstig? Wir müssen ja nicht alles kaufen. Schauen wir mal. Naja, geht so, ne? Geht so. Ach komm. Also die Hose kaufen wir für 24. Und ich würde sagen, diese Krone für 23 kaufe ich mal. Das gecraftete, das lasse ich mal. Da muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht nochmal günstiger irgendwie basteln kann. Gut, dann schicke ich hier das Zeug auch schon mal weiter. Aber jetzt hier... einmal, was haben wir, 25 und 24 heißt 49 haben wir da ausgegeben. Das können wir dann auch nochmal in die Liste eintragen. Und hier habe ich ja meine ganzen, also hier auf Erida, habe ich jede Klasse einmal auf Hordenseite. Das ist praktisch, also hier brauche ich keine Testchars mehr erstellen. Dann schicken wir das zu dem und das zu dem hier. Das muss ich jetzt bloß auf, Thrall noch machen, genau, und halt auf Blackhand habe ich das jetzt schon einmal gebastelt. Und das Schöne ist mit diesen Testchars, ich glaube, die kannst du insgesamt 3 Stunden lang nutzen, aber wenn ich dann immer nur kurz einloggen ins T-Mog lerne, dann habe ich die eigentlich fast für ewig, ne? Und irgendwann werde ich mir da vielleicht mal Chars manuell hochziehen, um mir das zu ersparen, aber im Moment lasse ich es jetzt erstmal dabei. Gut, dann haben wir jetzt hier die Kettensachen, Telakette. Da schicken wir da das rüber und dann haben wir hier die ganzen Stoffsachen. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts doppelt irgendwo gekauft, aber es müsste eigentlich passen. Taylor Stoff. Gut, und dann habe ich noch einen Server über und Schwarzrall. Das Ding ist aber, ich muss immer, also diese Scans hier, das da hat immer eine Viertelstunde Cooldown, ne? Also muss man immer einen Ticken warten, bis man scannen kann. Und dieser Cooldown ist aber pro Account, ja, also ich kann immer auf beiden gleichzeitig scannen und wenn ich dann aber weiter will, muss ich dann warten, dann muss ich zwischen was anderes machen oder ich muss ja eh durchloggen und die ganzen Sachen dann nochmal holen, ne, das zieht sich dann immer ein Ticken. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich die Handgelenke, die ich hier gekauft habe, dass die Stufe 60 sind, ne, jetzt muss ich erst den Worry noch hochleveln, dass ich die lernen kann, weil auf Erida habe ich blöderweise nur den Druid, der Max-Level ist. Einmal nicht aufgepasst, ne? Ich habe es vorher noch gesagt. Naja gut, die waren jetzt nicht so teuer und die kann ich ja dann immer noch lernen. Jetzt habe ich hier schon den letzten Char noch gescannt und zwar auf Thrall und da sind noch ein paar tatsächlich ganz günstige Sachen drin. Erstmal hier ein Schneider-Item für 5k
Das kaufe ich mir definitiv, weil auf Lothar crafte ich das deutlich teurer. Dann habe ich ein Schild, das anscheinend ein Classic World Drop ist. Das werden wir uns auch mal kaufen. Dann haben wir einmal hier ein Ketten-Item aus dem Grabmal für 12k. Das holen wir uns auch. Das ist ein Inji-Teil. Und dann haben wir einen MOP World Drop für 19, fast 20k. Ja gut, das können wir uns auch noch holen. So, dann haben wir summa summarum insgesamt 44k ausgegeben. Und ich habe mir jetzt hier schon die Dings-Chars gebastelt. Das können wir gleich lernen. Platte, Stoff und ein Schild. Das kann ich gleich schon mal rüberschicken zu meinen Twinks. Also ich habe mir jetzt hier auch nochmal einen Täler Stoff einmal gebaut. Das bräuchte dann der Char hier. Und die beiden an Täler Platte. So, jetzt gehen wir wahrscheinlich bald meine Charaktere aus, tatsächlich, ne? Vom Platz her, aber das müsste eigentlich noch so halbwegs passen. Was waren das jetzt? 44k nochmal, die wir ausgegeben hatten, ne? Falls ich mich jetzt nicht verguckt habe. So, halt, da müssen wir die Nuller noch ergänzen. 1, 2, 3. Dann sind wir jetzt bei einem Endstand von 2.418.000. Das waren jetzt diesmal ein bisschen mehr tatsächlich, aber hauptsächlich halt hier, ne, dem hier geschuldet. Aber über eine halbe Million haben wir jetzt auch hier für T-Mog und natürlich auch für die zwei Rezepte, die waren auch nochmal relativ teuer ausgegeben. So, jetzt muss ich mal gucken, was ich jetzt hier noch in Slots habe. 14, 14, 28. Dann haben wir plus 6 sind 34. Plus die 4 haben wir 38, plus hier nochmal 5 und 5 sind 10, sind es 48. Okay, also da wird es jetzt dann langsam eng. Auf den russischen Server, da muss ich den einen Char noch löschen, ne? Dann sind es jetzt 49. Okay, also ich habe noch ein bisschen Slots auf dem Server oder auf dem Account. Und hier ist, glaube ich, voller, ne? 14, dann haben wir 26, 38. 42, 46, 49 und ich habe, glaube ich, ja, hier auf Pozzo dell'Eternita noch einen Char, also da haben wir genau 50, also da ist dann quasi Feierabend auf dem Main-Account. Ja gut, aber wir sind ja hingekommen mit den paar Test-Chars, Gold haben wir auch eingetütet und ja, damit wären wir dann am Ende von dem kleinen Video. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gerne hättet für die nächsten Male. Da werde ich dann wahrscheinlich jetzt immer täglich die Dinger durchloggen. Meint ihr, dass es besser ist, dass ich nur die Käufe zeige, wenn ich was kaufe, oder dass ich jeden Tag, wenn ich den Scan mache? Aber ich glaube, dass nur die Käufe ist besser, sonst wird es einfach zu aufgeblasen und unnötig aufgeblasen, finde ich. Aber schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.